Saisonstart verpatzt, Transfers gemacht und jetzt geht's gegen einen Top-Gegner in der dritten Liga. Nächste Folge Havelse Karrieremodus. Let's go! Und damit, komm, wir sind heute wieder am Start. Es geht gegen den MSV Duisburg, direkt zum Beginn dieser Episode. Ich habe vorher ein bisschen was an den taktischen Einstellungen verändert, das schauen wir uns gleich an. Dazu vielen Dank für das positive Feedback und für die Transfervorschläge. Da habe ich einen Spieler rausgesucht, den ich sehr, sehr interessant finde. Dazu aber auch gleich mehr. Wenn es euch heute gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall in der Videobeschreibung Instagram aus. Und wir müssen über ein Thema offensichtlich nochmal vor dem Spiel hier ein bisschen reden. Und zwar über das Thema Folgenlänge. Ich werde auf Instagram eine Abstimmung machen. Das heißt, ihr müsst da folgen, oder? Solltet da zumindest mal vorbeischauen. Die Abstimmung kommt heute, wenn dieses Video auch online kommt. Ich weiß noch nicht, ob Montag oder Dienstag, das kommt so ein bisschen auf die Zeit an. Im Endeffekt habt ihr die Entscheidung, entweder wir machen einmal die Woche eine längere Episode, unabhängig davon, ob sonntags noch eine weitere kommt, weil sonntags immer ein langes Video. Entweder einmal die Woche ein längeres Video, so 15 Minuten Karrieremodus, oder alle zwei Tage quasi eine kürzere Episode. Das heißt, im Endeffekt kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus, mehr oder weniger zumindest. Mal eine Woche mit ja, drei Episoden, also 15 Minuten, mal eine Woche mit zwei Episoden, also 10 Minuten. Oder halt eben einmal pro Woche fix eine lange Episode. Ihr müsst entscheiden, Abstimmung auf Instagram. Dieser Monolog hier, beziehungsweise diese Fragen gehen natürlich von der Folgenzeit ab, dementsprechend müssen wir uns ranhalten. Ich habe die Fünferkette installiert, ja. Wir haben ja letzte Episode leider Gottes auf die Mütze bekommen. Relativ schlecht defensiv gestanden. Jetzt haben wir Arayuri in der Defensive als unseren zentralen Prellbock. Allerdings mit 33 Tempo kann der auch nur da stehen. Und haben halt eben mit Teichgräber und Henschel zwei Außenverteidiger. Vorne mit Düker und Dama zwei Flügel und nur ein Stürmer mit Lakenmacher, beziehungsweise Jeschke sitzt auch noch auf der Bank. Blume und Froze im Mittelfeld. Blume kann ich nicht zum Sechser machen. Den muss ich allerdings mal dann trainieren, dass er Sechser wird. Transfertechnisch wurde mir gesagt, Frank Iwina wäre schon sehr, sehr geil, sehr, sehr interessant. Leisten könnten wir uns ihn auch. Mal gucken, ob das realistisch ist. Ich warte mal ab, was mit Basala Sambu passiert, denn den haben wir jetzt gescoutet von Fortuna Sittard. Ist ein recht interessanter Stürmer, ist ein Deutscher in der niederländischen Liga im Endeffekt, Eredivisie. Relativ groß, leider Gottes nur drei Sterne, zwei Sterne Skills, aber auch entwicklungsfähig. Schauen wir mal. Realistischer wäre sicherlich, wenn wir uns unsere Finanzen mal angucken, denn wir müssten schon wirklich noch jemanden verkaufen und wir müssten irgendwie mit 96 sehr stark verhandeln, damit wir uns Iwina auch leisten können. 1,2 Millionen mit 8.000 Gehaltsbudget, das wird wirklich eng. Lamptey könnten wir uns leisten, bei Iwina ist es quasi unmöglich und wir brauchen eigentlich Offensivspieler. Weil wenn man sich den Kader mal so anguckt, ist das gar nicht so schlecht. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Defensive ist völlig okay, Mittelfeld mit Blume und Froze auch definitiv. Vorne Dama und Düker auf Außen auch nicht so schlecht. Lakenmacher vorne, da könnte man noch ein Upgrade herbeiführen, aber das geht. Ja, defensiv brauchen wir eigentlich nichts, also Lamptey würde sich kaum lohnen. Auf der 6 bzw. auf der 8 haben wir auch mit Valakari noch unseren finnischen Neuzugang. Nur vorne könnten wir vielleicht nachlegen. Und apropos nachlegen, das will sicherlich auch Duisburg, die haben im ersten Spiel ja 1:1 gespielt, einen Punkt geholt. Wir haben 0 Punkte geholt, haben verloren, sind aber nicht Letzter. Letzter ist Lautern, aber wir wollen jetzt natürlich auswärts im Optimalfall den ersten Punkt holen. Deswegen gehen wir rein ins Spiel mit der Fünferkette. Ich bin sehr gespannt, was diese Truppe reißen kann. Vamos. Oder wie der Finne sagen würde, Menen. Glaube ich zumindest, dass es so ausgesprochen wird. Eule heißt auf Finnisch Pöllö, das weiß ich. Wer sind wir eigentlich? Wir sind rot. Okay, das sieht nicht gut aus. Oh, erste dicke Chance. Düker. Fast hier mit dem 1:0. Das wäre natürlich jetzt fantastisch gewesen. Ecke kommt ganz schlecht. Blume. Der Mann heißt Noah. Ich kenne den. Ich muss aufhören, den Blume zu nennen. Das ist so gut gespielt und Lakenmacher macht das 1:0. Trifft schon wieder. Zweites Spiel in Folge mit einem Tor. Sehr schön. Finn zeigt sich in der Frühform hier. Was? Da kannst du doch nicht abpfeifen. Geht's dir noch ganz gut oder was? Boah, gut gespielt. Das ist so gut gespielt. Und Frei macht das Tor. Der Ex-Leverkusen. Naja, sieh mal die Bundesliga-Qualität. Was willst du da machen? Das war einfach gut gespielt. Nee, 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 nee. Jetzt aber nicht nervös werden. Jetzt greifen wir ein. Boah, du's? Alter, was haben die für einen Kader? Oh. An Henschel lag es nicht. Zweite Niederlage im zweiten Spiel, ja. Wäre vielleicht auch reingegangen, hätte ich nicht gespielt, aber trotzdem sehr ärgerlich. Zumindest damals mal zufrieden mit seiner neuen Position. Aus meiner Sicht macht er das gut. Gegebenenfalls formen wir den um. Vielleicht wird er unser Stürmer, ich weiß es noch nicht. Oh, wir haben ein Transferangebot für Jeschke.
Ja, ist interessant. Ist unter Marktwert, dementsprechend so interessant dann doch nicht. Aber wir delegieren es mal. Wir wollen ein bisschen mehr, aber vielleicht können wir ja da was rausschlagen. Wir brauchen alles, wenn wir hier irgendwie Richtung Evina gehen wollen. Und wir haben Vertragsverhandlungen mit Derek Burns. Das ist unser Tauschspieler im Vergleich mit Mayen. Ganz interessant auf jeden Fall. 18 Jahre alt, hat ordentlich Potenzial. Wir gehen da mal rein. Der möchte weniger Gehalt als bisher. Einen relativ geringen Einstiegsbonus. Möchte einen kleinen Bonus noch dazu haben. Alles sympathisch, machen wir so. So sympathisch, hat sich auch gefreut, zu uns zu kommen. Solche Spieler brauchen wir. Mayen wird uns fehlen, definitiv. Aber wir haben einfach auch genug zentrale Mittelfeldspieler, muss man ganz ehrlich so sagen, gerade mit Valakari jetzt. Zumal wir seine Position ja sowieso nicht haben und mit Tom Meyer ja einen in der Akademie haben, der zumindest mal Potenzial hat ohne Ende. Mal sehen, wie er das ausspielen wird. Beijing Guan möchte Jonas Sonnenberg verpflichten. Der möchte auch nach China, hat er mir gesagt. Will das Abenteuer annehmen, kann ich auch nachvollziehen. Dementsprechend legen wir ihm keine Steine in den Weg. Jetzt liegt es an ihm. Und Exeter City möchte Finn Lakenmacher haben, allerdings werde ich das definitiv ablehnen, von dem halte ich nämlich relativ viel, hat sich bisher auch gut gemacht, 2 Tore in den ersten beiden Spielen, wir brauchen den Jungen. Und Sonnenberg hat sich für das Land der aufgehenden Sonne entschieden. Wir können uns die Freigabesumme nicht leisten und der Verein möchte Evina nicht abgeben, was ich auch nachvollziehen kann, was aber sehr bitter ist, weil damit brauchen wir definitiv eine Alternative. Evina wird zu einem späteren Zeitpunkt dieser Karriere sicherlich nochmal interessant, wir brauchen aber irgendwas für die Offensive, wir brauchen da einfach nochmal einen Schnuff mehr. Ich habe eine Idee. Arayuri hängt mittlerweile an der Wand. Ist unser bester Spieler, trotzdem ein bisschen übertrieben. Meine Idee hat einen Namen. Und zwar Nick Woltemade. Es kommt nur noch auf ihn an. Mit dem Verein haben wir uns geeinigt. Vorher geht's aber ins Pokalspiel gegen Kiel. Viel zu großer Gegner, also rein da. Vielleicht schaffen wir es nicht, zweistellig abgeschossen zu werden. Wir spielen Fünferkette, das ist alles solide. Wir haben auch gegen Duisburg gut gespielt. Es hat halt nur nicht ganz gereicht. Ich meine, Kiel ist ja jetzt auch keine spielerische Übermacht in der zweiten Liga oder so. Bisher haben sie das zumindest diese Saison nicht unter Beweis gestellt. Allerdings sind wir halt auch Aufsteiger aus der Regionalliga. Quint. Oh, der Lakenmacher ist so gefährlich. Ist auch unfair, der Bundesliga gespielt. Dann so ein Eiertor. Luis Holtby, was ist das für ein Name? Jetzt mal ehrlich. Es war ein guter Kampf. 2:0. Solides Ergebnis gegen die Truppe. Was willst du da auch machen? Ich krieg wirklich die Krise, ne? Was ist denn mit denen? Warum wollen die sich alle aussehen? Wir werden versuchen, den zu kaufen, weil das macht ja keinen Sinn. Die Kaufoption ist viel zu hoch, aber vielleicht kriegen wir ihn ja so. Vorher versuchen wir aber noch einen anderen Bremer zu bekommen, und zwar Ehrendingchi. Da können wir sogar über einen Kauf verhandeln, was natürlich sehr schön wäre, muss ich schon sagen. Es würde mir schon sehr gefallen. Ist nämlich eine andere Option noch zusätzlich. Kenne ich auch sehr gut, dank Jasper mittlerweile. Oh, das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Wir versuchen nochmal gegenzusteuern, damit wir noch ein bisschen Spielraum haben, was das Gehalt angeht. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der für ein Gehalt hat. Aber was ist denn jetzt los? Das ist doch Wahnsinn. Die wollten doch gerade nur 1,2. Warum ist denn der jetzt so? Mein Gott, ey, die Bremer sind wirklich schrecklich. Ach komm, dann lass es sein. Dann ist auch egal. Also ich werde es nochmal versuchen nächste Woche, aber das ist doch Wahnsinn, wirklich. Das soll es gewesen sein von dieser Episode. Also wir gehen hier mit wirklich schlechter Laune raus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sollten wir eher Dingchi holen oder sollten wir es eher bei Woltemade per Kauf versuchen? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Dingchi ist sogar noch ein Schnuff besser. Weiß ich nicht genau, aber ich finde den auf jeden Fall nochmal ein bisschen cooler. Woltemade wäre halt auch geil, weil der ist halt 2 Meter groß. Den da vorne rumlaufen zu haben, wäre auch nicht so schlecht. Ich bin gespannt. Ne? Schreibt es in die Kommentare. Nicht vergessen, auf Instagram abzustimmen wegen der Folgenlänge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schönen Tag, macht's gut, haut rein. Und ciao.